Als gefeierte Astronautenlegende und Spitzenpolitiker hat John Glenn in seinem Leben viele Erfolge gefeiert. Glenn ist jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben. Als erster US-Amerikaner umkreiste er die Erde. Am 20. Februar 1962 zwängte sich Glenn auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in die winzige Mercury-Kapsel Friendship 7. Er umrundete dann in knapp 5 Stunden den Planeten und schrieb Geschichte. Nach seinem ersten Karriereende als Astronaut wurde Glenn Politiker. 1974 gewann er, getragen von seinem Ruhm als Astronaut, die Wahl zum Senator. Den Posten hielt er fast ein Vierteljahrhundert. Und als einziger Astronaut schaffte er ein Comeback, einen zweiten Start ins All, aber 36 Jahre später. Mit 77 Jahren startete er zu seinem letzten Weltraumflug.